Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube-Kanal von I Like Games. Und heute schauen wir uns einmal an, was denn alles so neu dazugekommen ist zu meiner Brettspielsammlung. Weil das Video habt ihr vielleicht schon gesehen und es ist ja wirklich so, dass immer wieder ein bisschen was dazukommt und man immer mehr Brettspiele hat. Und deshalb denke ich, ist der Name dieses Formats Brettspielsammler eigentlich ganz schön, weil wir sind ja nicht nur Brettspieler. Zumindest ich nicht, sondern ich sammle auch gerne Brettspiele und auch egal wie schlecht Brettspiele sind, ich behalte sie immer und sie sind irgendwo hier in diesem Regal. Das ist auch alles neu, ein bisschen aufgebaut. Ihr seht das vielleicht schon, also auch wundert euch nicht, wenn jetzt nochmal nach diesem Video Videos kommen, die den alten Hintergrund haben. Ich habe nämlich ein bisschen umgeräumt. Es sind noch ein paar alte Videos in der Pipeline, die noch nicht veröffentlicht sind. Deshalb also nicht wundern. Und das ist jetzt hier ja die gesamte Wand an Brettspielen. Also da ist alles, was ich so am Brettspielen habe. Das ist ein bisschen, was sieht man wahrscheinlich nicht, weil es hier unten unterm Tisch verschwindet. Zu den anderen beiden Jungs, also zu Patzner und Alex, werdet ihr auch bald dann, denke ich mal, noch ein Video sehen, was oder wie deren Sammlung so aussehen wird. Und auch da werden wir, denke ich mal, immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen, wenn sich das denn lohnt, immer mal wieder so kleine Updates machen. Und deshalb, wie gesagt, dieses Format Brettspielsammler. Und so, bevor ich jetzt zu viel rede, starten wir direkt. Ein paar Spiele habt ihr wahrscheinlich auch schon so mal gesehen auf Instagram vielleicht. Fangen wir direkt mal an, weil das habe ich nämlich auch geunboxed. Das ist auch online, das heißt, das wisst ihr auf jeden Fall, dass das da ist. Trotzdem möchte ich das hier nochmal erwähnen, weil das, wie gesagt, nach dem letzten Spielesammlung-Video gekommen ist. Michael Kiesling Outback bei Huch erschienen. Ich habe ein Unboxing-Video gemacht. Es wird jetzt auch die Tage oder vielleicht ist es sogar schon da, eine Rezension auf unserem Blog geben. Das habe ich auch gerade alles noch soweit fertig gemacht und jetzt halt eben das Video. Ja, ist ein ganz entspanntes Würfelspiel. Man legt so ein paar Plättchen aus. Also nichts sonderlich Spektakuläres, einfaches, schönes, kleines Familienspiel. Wie gesagt, ist wirklich nichts Besonderes. Aber ihr könnt das ja alles nachlesen dann im Blog. Haben wir von Huch zugeschickt bekommen. So, dann, was ihr auch wisst, Isle of Skye, die zweite Erweiterung Druiden, auch das habe ich geunboxed. Ja, hier die leere Packung, weil ich habe alles in die... Sieht man das eigentlich? Nee, sieht man nicht mehr. Ist leider nicht mehr drauf, glaube ich. Alles in die Grundbox getan und ich hoffe, dass da, wenn die nächste Erweiterung ist, soll ja vielleicht noch eine kommen, dass es dann auch vielleicht eine größere Grundbox gibt. Das wäre nämlich ganz schön, weil das passt da langsam echt nichts mehr rein. Das Ding ist schon echt voll. Bringt so einen kleinen extra Markt hinzu. Das heißt, es gibt eine kleine Phase, wo man doch mal extra was kaufen kann am Plättchen. Das heißt, man kann auf jeden Fall mehr bauen, was schon mal cool ist. Also ist eine wirklich ganz, ganz entspannte Erweiterung, die sich sehr gut einfügt. Nicht so sehr wie die erste Erweiterung, die das Ganze dann doch sehr komplex gemacht hat. Ist aber sehr schön. So, dann gleichzeitig mit Isle of Skye Druiden habe ich mir dann das hier gekauft in unserem lokalen Fachhändler oder bei unserem lokalen Fachhändler hier Attack of the Jelly Monster. Das habe ich irgendwann bei Hand und Krumm gesehen. Da hatten wir das auch mal. Ist ein ganz lustiges, auch so ein schnelles Würfelspiel, so in Echtzeit, wo man dann mit seinen Würfeln Gebiete, also ein bisschen Area Control mäßig und versucht dann in diesen Gebieten die Mehrheit zu haben, weil man dann eben Punkte bekommt. Ist wirklich super schnell runtergespielt, ist ganz lustig, kann man also so als Lückenfüller kann man das auf jeden Fall machen. Haben wir bis jetzt auch nur einmal gespielt und das ist auch einer der Probleme als Brettspielsammler, dass man einfach irgendwann so viele Spiele hat und sich gar nicht mehr entscheiden kann, was man spielen soll. Da bleiben manche Spiele auf der Strecke. Aber wer auf schnelles Echtzeitwürfeln steht, schaut euch das auf jeden Fall mal an, ist ganz lustig. Attack of the Jelly Monster. So. Auch gekauft mit Erweiterung und dem habe ich mir das hier geholt, die Caverna Zwei-Spieler-Version Höhle gegen Höhle. Da kommt ja auch eine Erweiterung raus. Habe ich noch nicht gespielt, ist alles schon gelesen, ausgepöppelt und so weiter. Und ich warte nur darauf, dass ich immer die Zeit habe, mit jemandem das zu spielen. Weil das klingt ganz interessant. Ich kann dazu leider nichts sagen. Also wenn ihr das schon gespielt habt, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Sieht ganz cool aus. Und wie gesagt, ich habe die Regeln schon gelesen und das klingt auch sehr interessant. Bin da mal gespannt. Und vielleicht hole ich mir auch nochmal, es gibt auch die Agricola-Version davon und ich glaube auch die Le Havre Zweispieler-Version. Die haben das ja irgendwie alles bei Lookout. Also mal gucken, was ich davon noch hole. Aber das werde ich auf jeden Fall hoffentlich bald mal spielen können. Dann
letztens erst gekauft und ihr seht es auch noch, es ist auch noch gar nicht ausgepackt. Eine Schande eigentlich, dass ich das nicht tue. Aber das werde ich jetzt, denke ich mal, nach diesem Video direkt mal machen. Das hier rausholen und mal alles auspöppeln. Trajan, wie man es auch immer ausspricht, von Stefan Feld. Also ich glaube, gefühlt mein 10. Spiel von Stefan Feld in dieser Sammlung. Obwohl, so viel ist es noch nicht. Habe ich gespielt in Hamburg. Im Würfel und Zucker. Und das war cool. Es ist ein echter Gehirnswirbler, so. Also man ist da wirklich ordentlich am Denken und Tun, weil das halt vom Grundmechanismus dieses Mancala hat, wo man, oder Mancala, Aussprache und so, ne? Wo man halt so ein paar Steinchen bewegt. Und das ist, ja, da muss man wirklich echt viel knobeln und denken und im Vorausplanen, dass das alles gut klappt. Aber es ist auch schon ein bisschen länger her, deswegen habe ich gedacht, das holst du dir jetzt mal, damit das auch endlich mal wieder gespielt werden kann. Ja, gibt auch nicht so viel zu sagen. Ist Deutscher Spielepreis, Platz 2, 2012. Ist also auch schon gar nicht mehr so das neueste Spiel. Und zu guter Letzt auch das größte Spiel. Jetzt neu in meiner Sammlung und ich sehe gerade, der Deckel ist falsch drauf. Egal. Firefly, das Spiel. Vor ein paar Tagen erst gekauft. Wir haben es sogar schon gespielt. Kurz gesagt, es ist im Prinzip Korsaren der Karibik im Weltall. Und für die Leute, die halt Firefly kennen, die Serie, die leider nach einer Staffel abgesetzt wurde. Und ich muss gestehen, ich habe die Serie noch nicht geguckt. Ich habe es bis jetzt immer nur bis zur zweiten Folge geschafft und das schon dreimal. Aber den Film Serenity, der das Ganze so ein bisschen dann doch abschließt, den habe ich gefühlt bestimmt schon 20 Mal gesehen, weil ich den total cool finde. Also ich glaube, wenn man Fan der Serie ist und auch der Filme, wird man hier viel wiedererkennen. Ich habe, wie gesagt, leider nur den Film sehr exzessiv geguckt. Da erkennt man schon ein paar Sachen wieder. Aber es geht auch ohne, dass man irgendwie im Franchise drin ist. Und es ist halt, wie gesagt, von der, wie gesagt, im Großen und Ganzen Korsaren der Karibik. Du hast dein Raumschiff, du erfüllst Aufträge, handelst. Es gibt ein Allianzschiff, was rumfliegt. Das heißt, wenn du jetzt Pirat wirst und böse Dinge tust, dann wirst du da von denen gejagt. Es gibt die Bösen. Musst du aufpassen, dass du damit nicht von denen angegriffen wirst und dann deine Crew stirbt und so weiter. Und es gibt halt so ein paar Storykarten, die dann so um und bei so vorgeben, was die Ziele sind. Und es dauert dann halt seine guten 2 bis 3 Stunden. Also unsere erste Partie, wir haben zu dritt gespielt, hat, glaube ich, locker 3 Stunden gedauert, wenn nicht sogar mehr. Aber auch mit Regelerklärung und so weiter und so fort. Also ich denke, wenn man in der Materie drin ist, das Spiel soweit beherrscht, geht das, denke ich mal, in 2. Aber es ist trotzdem echt ein großer Brocken. Und es gibt auch einen Haufen Erweiterungen dazu. Und ich bin heiß, mir diese Erweiterung zu holen. Und ich bin auch heiß, mir diese Serie nochmal anzugucken, sie endlich mal auch durchzuziehen. Ja, das sind soweit alle Spiele. Ich stelle es mir einfach mal da hin. Alle Spiele, die jetzt neu in meiner Sammlung sind, wie gesagt, dieses Format Brettspiel-Sammler wird dann einfach immer mal wieder kommen, wenn es sich lohnt, was zu zeigen. Also wenn ich jetzt ein neues Spiel habe, das lohnt dann nicht. Aber wenn da so 5, 6 Spiele vielleicht da sind oder irgendwas Besonderes, dann denke ich mal, werde ich dieses Format einfach fortführen. Und das werden wir dann auch, wie gesagt, zu den anderen Brettspielsammlungen dann von den anderen beiden Jungs noch machen. Wo dann eben auch irgendwann nochmal die erste Folge kommt, damit ihr auch seht, was die denn alles so haben. Weil wir haben schon echt viele, viele Spiele. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was dann eure neuesten Spiele so sind, was ihr euch da so geholt habt. Natürlich, wie gesagt, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen, allen Leuten erzählen, die irgendwas mit Brettspielen zu tun haben, dass es diesen wunderschönen Kanal gibt. Ich wünsche euch noch schöne Tage, viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal.